Das Leben ist einfach, wenn man den Blick nie von den Reklamen abwendet. Reklamen, die wie ein Appell durch die Nacht schreien. Wollt mich, kauft mich, konsumiert mich. Ungeachtet der Folgen. Wieso sollte man versuchen, die Wahrheit zu erkennen, wenn das Leben in den bunten Farben doch schöner strahlt? Warum sollte man das tun? Natürlich weiß jeder, dass unter diesem System auch Verlierer sind. Die Umwelt geht zugrunde, aber das betrifft ja sowieso nicht unsere Generation. Es gibt Leute, die tagtäglich in unbezahlten Überstunden in Slums arbeiten müssen oder Schlimmeres, nur damit wir unsere Konsumlust befriedigen können. Aber das sind ja nicht wir. Die produzieren, wir konsumieren. Kein Kreislauf, aber eine ewig laufende, ununterbrochene Kette. Wir verschwendeten, belasteten die Umwelt und zerstören unbewusst. Und selbst wenn man ein schlechtes Gewissen hat, kann man dieses billig wieder reinwaschen. Mit Spenden oder Patenschaften von nur 5 Euro im Monat kann sich so jeder selbst vorlügen, einer von den Guten zu sein. Ich gehörte auch dazu. Mein Briefpate hieß Abdus Yaro, so wie die Blume. Ich war ganz stolz, als ich den ersten zerknitterten Zehner aus der Ecke vorgekramt und in den Brief gesteckt habe. Ich dachte mir dabei nichts weiter. Der Fakt, dass Abdus Yaro das verschwenderische System auf den Schultern trägt, welches ich mit jedem Atemzug unterstützte, vergaß ich einfach. Ich mochte ihn wirklich und ich wollte etwas Gutes tun. Wir schrieben nur über Briefe, doch es wäre schön gewesen, sich mal persönlich zu sprechen. Ich wollte ihm ein Smartphone schenken, damit ich mehr mit ihm reden könne. Doch dieses Geschenk sollte dafür sorgen, dass wir nie wieder miteinander reden würden. Das gleiche Smartphone, welches ich ihm bestellt habe, um ihm ein besseres Leben zu geben, sorgte dafür, dass es zerstört wurde. Man kann sich nicht vom System losreden, in dem man ist. Denn wir alle sind das System. Wir alle tragen Konsequenzen für das, was wir tun. Auch wenn unser Tun uns oft nicht direkt beeinflusst, so tragen wir doch Verantwortung. Und früher oder später treffen die Konsequenzen auch uns.